Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dishonored 2. Ich habe mir heute vorgenommen, dass wir heute Progress machen und Ende. Und wie wir das machen... Okay, was ich mir gedacht habe, was wir probieren könnten, wir können ja jederzeit laden. Und zwar... Springminen. Zwei an der Zahl. Hierher anbringen. Hat das jetzt keiner gehört? Hier ist das vollkommen wurscht. Ja, außerdem ist das wurscht, aber wenn ich hier so kurz rüberpicke, what the fuck? Ja, da unten drin ist es völlig wurscht. Habe ich den da unten getötet? Ne, der lebt noch. Der atmet noch. Okay, alles klar. Das heißt... Es ist, als würden wir im Zeitalter der Wunder leben. Keine Seuche, kein Krieg, keine Steuern, wenn man die richtigen Leute kennt. Neue Maschinen und Ideen, beste Speisen und wir sind Gäste. Die haben wir ausgeschaltet. Die alte Frau, die in der Gasse hinter meiner Wohnung lebte, starb kürzlich. Habe ich das schon erzählt? Nein, ist mir jetzt auch scheißegal. Dank eines neuen Erlasses des Herzogs. Ihr Brunnen war... Sekunde. Erstmal hier hoch. Okay, wir haben zumindest schon mal den mechanischen ausgeschaltet. Das ist schon viel, viel wert. Kann sein, dass sie meinen Brief eben in diesem Augenblick liest. Was macht er? Warum hat er die Hose runter? Warum hat er die Hose runtergelassen und redet von seiner Geliebten? Ich will das gar nicht wissen. Oh, wir sind hier übrigens, glaube ich, gerade über... Na, verdammt, wo? Hier. Wir sind gerade, glaube ich, über den Gärten. So, wo sind die Gärten? Privater Garten, 4. Das ist 2, wir sind aber hier... 3? Ist das dann gedreht? Weil wir sind jetzt in etwa hier und wir schauen aber nach links. Das heißt, nee. Nee, hä? 1, Esszimmer. Nee, dann schauen wir hierher. Hier in den Teil... Das ist strange. Heute gibt's Fleischeintopf. Da ist der Eingang. Egal. Ha! Warum kann ich dich nicht? Du hast ja nichts verloren! Warum konnte ich den gerade nicht betäuben? Also, betäuben im Sinne von... halt... Warum kann ich den nicht... Ich konnte ihn doch immer von oben... Na... Wisst ihr was? Fuck this shit. Wir machen den jetzt einfach mit einem Betäubungsbolzen und Ende der Geschichte. Ich hoffe, das passt. Ich sollte aber passen, weil ich möchte, wie gesagt, Progress machen und ich möchte heute zumindest diese und die untere Ebene clear wissen. So. Moment. Eine Idee habe ich noch. Vielleicht muss ich... Vielleicht muss ich genau über ihm sein. Okay, das war so nicht ganz geplant. Ich frage mich, ob die Gerüchte vom Kronmeuchler wahr sind. Die ehemalige... Ist da... Was? What the fuck? Was ist jetzt passiert? Drecksluft. Ich hab ekelhaft. Diese Taste gehalten. Ihr seid nicht aufgewacht. Okay. Scheiß drauf, egal. Ich will gar nicht. Warum speichert das Spiel jetzt automatisch? Ich finde das nicht gut, wenn es automatisch speichert. Speichert schon wieder automatisch. Warum speichert das Spiel denn automatisch? Das finde ich nicht cool. Okay, hier in die Leidersgemächern wird keiner herkommen, hoffe ich. Dort werde ich sie aber alle mal hintun. Weil hier kann es durchaus sein, dass noch jemand herkommt. Muss schön sein, vom Herzog bezahlt zu werden. Garantiert. Das haben wir aber schon letzte Folge gehört.
Und das habe ich mir sogar gemerkt, obwohl ich die nicht am Stück aufnehme zur letzten. Es wird besser mit meinem Hirn. Hallo? Ist da wer? Muss ich dich jetzt suchen kommen? Ich habe keine Zeit für sowas. Okay, wenn ich jetzt... Sekunde, wenn ich jetzt lade... Warum speichert der denn jetzt? Okay, das Spiel verarscht mich gerade. Ich will gerade hier in den... Ich will gerade ins Menü. Auf einmal speichert der und lädt. Ich lade, es funktioniert nicht. I don't get it. Egal. Wo sind wir jetzt? An welcher Stelle? Das ist okay, das ist okay. Wisst ihr was? Fuck you. So, Ende der Diskussion. Muss schön sein, vom Herzog bezahlt zu werden. Ihr schlaft jetzt einfach und bleibt da liegen. So. Dich nehmen wir da weg, weil du hast unsere Betäubungsbolzen und ich möchte... Eine ganze Ladung Walöl. Einfach weg. Direkt unter ihrer Nase weggeschlafen. Was ist das jetzt? Warum Musik? Warum? Warum war da gerade so... Musik? Finde ich uncool. Warum sagt er sowas? Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, hier gibt's für mich alle keinen Sinn. Neue Befehle für den Palastbezirk, das wissen wir eh schon zuhauf. Schauen wir erstmal, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Artefakte sind im... sind Stockwerke darunter. Was ist da hinten? Keine Ahnung. Das ist vielleicht die Layla, die da so durchschimmert. Egal. Wir schauen jetzt erstmal hier rein. Das scheint nur eine Dienerin zu sein. Was war das jetzt, der neue... Pflichten eines Dieners. Jemand hat erwähnt, heute Nacht Essen in den Quartieren des Herzogs zu servieren. Okay. Angeblich schleicht hier jemand herum. Luft ist schwer. Meinem Glück vielleicht ein Verrückter, ein Mörder oder ein Dieb. Wieder noch meine teuerste... Aber ich muss sie mal ganz kurz ausschalten. Und da hochbringen. Was soll die Enttäuschung? Es geht nicht um Verdienst. Der innere Zirkel besteht aus Marionetten des Herzogs. Speichellecker. Wenigstens gehöre ich nicht dazu. Ganz genau. Außerdem, nach diesen ganzen Thronkämpfen braucht der Herzog Männer für die Kontrolle über die nördlichen Inseln. Nächstes Jahr könnten sie das Sagen haben. Auf Windown oder Freeport. Wo zur Hölle sind denn die? Haut wie Alabaster haben. Dafür ist der Brandy da. Oh, die sind da unten. Okay. Wir machen hier Ebene für Ebene und Ende. Halt jetzt die Klappe, ich will mich hier konzentrieren. Hier war das Büro. Hier müssen wir noch ausschalten. Gehen wir doch zur Magistratin. Vielleicht weiß sie Rat. Welch verschwendete Zeit. Okay. Es wäre irgendwie nice, wenn ich euch beide erledigen könnte. Und die da unten dann auch dazu. Wobei, sind die überhaupt böse auf mich? Ich wäre dabei. Oh, ein prächtiger Einfall. Das ist die Frage. Wo schaut denn der hin, immer? Wie wär's, wenn wir jetzt zum Beispiel den hier machen? Mimosen blühen. Machen wir doch einen Ausflug. Ihr macht einen Ausflug ins Land der Träume, ihr Penner. Okay. Euch tun wir da oben hin, oder? Ich hoffe, hier sieht die kein...
Das vermisst hoffentlich keiner, das Fenster. Ich glaube nicht. Scheiß auf Fenster. Okay, wir machen Progress. Nicht die Menge, die ich mir erträumt habe, aber auch nicht die Menge, die ich mir nicht erträumt habe. Das ergibt keinen Sinn. Egal, wir sind hier, glaube ich, eh ein Stockwerk höher als alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Hier unten ist das Zimmer, wo wir schon waren. Okay, dann weiß ich, wo wir jetzt hingehen werden. Zwar nicht da nach unten. Aber ich muss es nicht wegmachen. Wobei. Nee, noch nicht hierhin. Wobei. Verdammt. Ich dachte schon, ich höre Blut fliegen. Hier sind wenig Leute, glaube ich. Hier ist, glaube ich, nur eine Wache. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Ich bin kein Held. Eine Wache und eine Bedienstete. Und das war's, glaube ich, auch schon. Die Leute heutzutage. Wenn wir die halbwegs erwischen mit unserem Domino, was inzwischen meine liebste Sache geworden ist. Let's try. What the fuck? Das da unten war kein Alarm, das war ein Blitzpfeiler, oder? Oder? Das würde erklären, warum ich auf einmal gestorben bin. Es war ein Blitzpfeiler, oder? Ay shit, sage ich nur. Das heißt, wir müssen zu... Also entweder wir müssen die beiden mit einem Betäubungsbolzen machen, wovon ich nicht so der Fan bin, weil wir haben hier noch keine Betäubungsbolzen gefunden. Und davon wird es wahrscheinlich nicht allzu viele geben. Oder wir müssen dort nach hinten und den Walöltank ausmachen, wovon ich auch kein Freund bin, weil ich glaube, da würden wir sterben. Also machen wir erstmal den hier. Und jetzt schauen wir mal. Okay, wir kommen hier hoch. Nice. Absolut nice. Vielleicht ist hinter dem Walöltank ein Fenster, wo wir irgendwie in den Raum reinkommen. Vielleicht? Dieser große Thronsaldo, wo wir gerade sind. Scheiß Blitzpfeile. Ah, verdammt. Der wird uns noch ein bisschen... Die Sache ist, ich glaube, die auszuschalten ist auch... Nee. Wo ist denn der Blitzpfeiler? Da unten. Dann habe ich eine Idee. Und zwar so... Und so. Arschgesichter. So. Euch gebe ich... Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann euch ruhig ein bisschen weiter wegbringen. Weil sonst wird sie am Ende noch entdeckt. Und das fände ich irgendwie nicht so geil. Hier werdet ihr, glaube ich, nicht entdeckt. So. Sicherheit geht vor. Und mit Sicherheit meine ich die Sicherheit, nicht entdeckt zu werden. Nee, komm schon. Hä, wo ist die? Da. Okay, ich dachte gerade schon, die ist hier wieder durchgebackt und jetzt gestorben. Aber nein. Okay, was dahinter ist, will ich gerade gar nicht wissen. Oh, du bist tot. Das ist schön, weil ich dich nicht getötet habe und du mich dadurch nicht entdecken kannst. Oh, hier ist ein Knochenartefakt. Knochenartefakt. Bitteres Blut. Interessant. Bitteres Blut werden wir zwar wahrscheinlich nicht brauchen. Blutfliegen greifen in etwas geringerer Entfernung zu ihrem Nest an. Oh, das heißt, wir können besser durch Blutfliegengebiete durchkommen. Ist vielleicht nochmal wichtig... Okay. Gehen wir erstmal in die Richtung, oder? Verdammt, ich muss
Du willst jetzt hier nicht ernsthaft hier durchgehen, oder? Oder? Nee. Sehr gut. Okay, dann kümmern wir uns gleich um den zweiten. Ich glaube, es gibt noch einen besseren Ort, von dem wir uns um die Typen da kümmern können. Und zwar von hier. Alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Nice. Ich kenne alle meine Buchstaben und ein paar mehr. Okay. Du solltest jetzt nicht wirklich ein Problem darstellen, oder? Ich traue dem Frieden nicht. Weil bis jetzt gab es hier nicht allzu viel Frieden. Der hat tatsächlich keine Probleme gemacht. Unglaublich. Na gut, jetzt gibt es ein bisschen Lags, also. Aber gut, solange es nur Lags und keine Entdeckungen gibt, bin ich positiv im Gemütszustand. Genau. Okay, dann machen wir jetzt die nächste Ebene clear. Und die clearen wir am besten von hier vom Anfang. Ich schleiche absichtlich, weil da unten waren gerade Leute und nicht, dass die mich wieder entdecken. Und ich meine übrigens, dass wir... Genau, von hier. Hier kommen wir tatsächlich durch. Okay, alright. Das heißt... Nein, noch eine Ebene weiter unten. Und zwar von da ganz unten, aber... Nee, wir haben aber diese Ebene noch nicht wirklich geklärt, glaube ich. Gehen wir hier ganz gechillt. Diese Ebene dürften wir haben. Ja, weil das ist schon die nächste. Und die gehen wir jetzt von hier an. What the fuck? Okay, der ist bewusstlos oder tot. Hier sind nur zwei Leute, oder? Keine Ahnung, ich bin zu betrunken. Aber er bewegt sich nicht mehr. Vielleicht habe ich ihn getötet. Oder er ist bewusstlos. Wetten wir auf was anderes. Mal sehen, ob er aufwacht, wenn sie das Bein treffen. Klar, bin dabei. Das finde ich irgendwie uncool, wie die da positioniert sind. Da muss ich meinen letzten Betäubungsbolzen, glaube ich. Oder du verpisst dich jetzt. Probier mal's. Lassen Sie mich! Na gut, wir wurden entdeckt. Aber der ist, glaube ich, nicht geflohen, oder? Hä? Doch, der ist geflohen. Am Arsch. Ich glaube zumindest, dass er geflohen ist. Damn it! Okay, Ja, dann gibt's wieder keinen anderen Weg als den Betäubungsbolzen. Fuck. Ich glaube, wir haben schon insgesamt 10 Betäubungsbolzen hier verbraucht. Und gut, dass wir sie hin und wieder zurückbekommen, sonst... Sonst schaut's scheiße aus, weil das ist unser letzter oder unser vorletzter. Ich sehe es jetzt nicht. Ich sehe es gleich, meine ich. Unser letzter. Hä? Beweg dich mal nicht. Das ist gut. Können wir dich hier irgendwo hin... Ah, hier wird dich doch keiner sehen, oder? Wer soll denn hier jemals herkommen? Gut. Ah, das heißt aber, wir haben keinen Betäubungsbolzen mehr. Und das ist nicht gut.
um nicht zu sagen, das ist ganz beschissen. Aber wir sehen überhaupt nicht seinen Status von dem Typen hier. Was aber heißt, dass er uns nicht entdecken kann wahrscheinlich. Von dem sehen wir auch keinen Status. Macht nichts. Er hat kein Geld irgendwo. Ein Apfel zwischen seinen Beinen essen. Ist ekelhaft. Gut, aber das heißt, wir haben diese Ebene gecleared. Hier ist keiner. Zumindest sehe ich keinen. Ja, gehen wir sicherheitshalber danach vor. Ne, hier ist keiner. Alles klar, das ist schon mal eine... Da ist noch einer. Achso, nee, das ist der Typ. Okay. Ich dachte gerade schon, what the fuck. Aber nein. Gut. Dann gehen wir da hoch. Ich sehe nicht gerade, ob wir hoch genug sind. Ja. Alles klar. Die da scheinen... Oder ist es nur einer? Ja, ich glaube, es ist nur einer mit dem... Der kuschelt mit einem Stuhl, glaube ich. Egal. Der ist auf jeden Fall alleine. Jetzt nicht mehr. Macht nichts. Hoffentlich nichts Schlimmes. Vielleicht falscher Alarm. Gar nicht so übel für den Herzog zu arbeiten, solange man in der Garde ist. Das ja, würde ich jetzt nicht für Birnensaft geben. Gehst du da hoch? Nein. Das heißt, wir werden dich hier eliminieren. Ich mag nicht diese Music Cues, die da mir die ganze Zeit ins Ohr gespielt werden. Habe ich Angst. Du wachsam, sagt er. So, hier ist keines. Ich bin immer wachsam. Klar, sagt er. Aber diesmal meine ich's ernst. Aber diesmal meine ich's ernst. Das heißt, du machst deine Arbeit nicht so gut. Was ist das da hinten? Oh. Da ist ein Blitz... Wobei, der Blitzpfeiler, ich weiß nicht... Hier ist der Schaltkasten. Wir könnten die alle dadurch töten, aber... Ich dachte schon, ich höre Blutfliegen. Nee, nee, du hörst keine Blutfliegen. Okay, verpiss dich mal da, wo du gerade bist. Ah, da hinten, das wäre saugut mit einem Betäubungsbolzen. Ei. Da hinten ist ein stehender mechanischer Soldat. Ich habe gerade kurz einen Schreck bekommen, aber der... Ja, ich glaube, das... Weil der sich nicht bewegt. Ich glaube, wenn die sich nicht bewegen, sind die automatisch nicht eingeschalten. Aber wir können hier oben lang. Doch, der bewegt sich am Arsch. Finde ich nicht geil. Oh, das ist nice. Das heißt, wir können... Oh, scheiße, wir haben nur noch eine Springmine. Scheibenkleister. Und ich glaube, das würden die mitkriegen. Wir können es mal probieren, aber macht euch gefasst für ein Ladebildschirm. Wiedergabe für erfolgreiche Ordnung. Das hier sind die nächsten, die in der Nähe sind. Ich lade sicherheitshalber trotzdem mal. Wir können den umgehen und der scheint auch nicht wirklich Ärger zu machen. Wir brauchen aber einen Betäubungsbolzen. Wisst ihr was? Hier gibt's jetzt einen kleinen Cut. Ich werde nochmal den ganzen Weg zurück zum Schwarzmarkt laufen, Betäubungsbolzen und Springminen und den ganzen Scheiß kaufen. Und wir sehen uns in einer Sekunde für euch an dieser Stelle wieder mit gefülltem Inventar. Moment, lebt er jetzt wieder normal? Immer noch Leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Okay, gut, wir werden uns dann gleich um den Typen da kümmern und jetzt erstmal ein kleiner Cut hier. So, und schon sind wir wieder da. Ich habe jetzt außerdem, dass ich volle Betäubungsbolzen, Narkobolzen, wie sie heißen, gekauft habe, auch 5 Springminen.
Und ich denke, das ist doch gar nicht mal so blöd, um sich mit dem Typen da anzulegen. Oder? Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Jetzt ist die Frage, ob ich die Springminen darunter werfen kann. Möglich wär's, aber ich glaub's nicht. Nein. Die Sache ist, ich kann ja seitlich rein theoretisch von dem mich positionieren und dann die Springminen hinlegen, aber ich glaube, das ist auch nicht so das Wahre. Jetzt Zentralrotor überprüfen. Wobei, jetzt wäre es zum Beispiel gerade ganz nice. Oh! Okay, so funktioniert es dann doch nicht. Oh Gott, wo habe ich jetzt gespeichert das letzte Mal? Oh shit, ich habe nämlich nicht gespeichert, seitdem ich... Ich hoffe, ich muss jetzt nie nochmal zum Schwarzmarkt laufen, weil... Oder habe ich gespeichert als... ich weiß es nicht. Ah, Scheibenkleister. Wunderbar. Nein, diesen Fell schneide ich nicht raus, weil ich finde ihn gerade sehr lustig. Nee, gut, wir sind hier. Gut, Springminen. Maschine ist nun in Ausbruchsräumung durchbrochen. Das hat auch wieder keiner bemerkt, oder? Ich hoffe, das hat keiner bemerkt, weil ich speichere hier jetzt mal. Alles klar, und jetzt können wir die da unten auch ausschalten. Hier im privaten Garten. Oh. Abele oder sein Doppelgänger? Das heißt, wir haben inzwischen da einen Abele oder Doppelgänger. Und da Abele und sein Doppelgänger. Vielleicht. Keine Ahnung. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wofür den Typi. Wir kommen da einfach nochmal wieder, glaube ich. Ich glaube, ideal ist es jetzt erstmal, wenn wir hier lang weitergehen und uns um Abele kümmern, sobald wir alles andere gemacht haben, weil der Abele ist hier wirklich, glaube ich, eine der schwereren Sachen. Blitzpfeiler. Oh, hier ist eine riesige Vault. Das heißt, hier lohnt es sich höchstwahrscheinlich hinzugehen. Boah, ist hier... Da ist der Walöltank. Jetzt ist die Frage, ob das reicht von der Time her. Probieren wir es. Mal sehen, was Herzog Abele hier drin alles versteckt hat. Okay, das wird wirklich nicht schwer. Oh, was ist das hier? Tresortür. Abgesperrt. Hier geht es zum Tresor des Herzogs, aber ich brauche den Schlüssel. Und der Schlüssel trägt er immer bei sich. Der Herzog hat den Schlüssel. Damit. Gut. Dann schauen wir noch mal, ob beim Herzog jetzt hier für den Blitzpfeiler, der ihn bewacht, vielleicht wir den Walöltank finden können. Das ist er nicht. Der tötet einfach alle. Da unten könnte er sein. Ich weiß es nicht, ob da unten jemand ist. Wenn nicht. Wenn nicht. Oh, da geht's vielleicht irgendwie geheim hin. Oh.
Merken die das da oben? Ich glaube mal irgendwie nicht, weil warum sollten sie es merken? Jetzt können... Zumindest hierbei fühle ich mich bedeutsam. Ich fühle mich wie ich selbst. Das hört sich irgendwie eher nach dem Doppelgänger an. Aber schauen wir erstmal, was es hier gibt noch, bevor ich den Part beende. Oh, ein verlassenes Lager. Mit vielen Blutfliegen. Aber scheinbar... Ah, vielleicht der Rune. Oh. Brandbolzen. So. Nochmal Brandbolzen. Nochmal Brandbolzen, sage ich. Und den letzten machen wir so platt. Genau. Das sind die alte Blutfliegennester, die nicht mehr aktuell sind. Kabelwerkzeug, brauchen wir keins. Es ist... Oh, Gesundheitselixier, das könnten wir durchaus brauchen. Hier sind alle tot, alle Blutfliegen. Wo geht's jetzt hier hin im verlassenen Lager? Oh, okay, hier geht's unter Wasser. Das sieht man in der sieht man selbst so nicht wirklich. Aber ich würde sagen, wo es hier weitergeht, im verlassenen Lager da unten, das sehen wir dann beim nächsten Mal bei Let's Play Dishonored 2. Und bis dahin sage ich Tschüss, Leute.